Hi und willkommen zu einer kleinen vorweihnachtlichen Runde von Minecraft Hypixel Skyblock. Ich fühlte mich einfach mal dazu bereit, das in meine Folgen einfließen zu lassen. Und damit schnappt euch einen Tee oder anderweitiges Heißgetränk und genießt meine Folge. Nun denn, ich war gerade hier im Nether unterwegs, um ein klein wenig zu... Na, was tut man hier? Um zu farmen. Und ich denke mal, mit so knapp 20 Stapeln sollte ich einiges erreicht haben. Und der Grund ist, mein Haus ist soweit fertig, dass ich mich an das Dach wagen kann. Und damit wollen wir uns doch mal gleich in mein Haus zaubern. Und damit ihr es wisst, ich möchte euch jetzt sofort zeigen, was ich denn soweit Feines gebaut habe. Meine Minions sind auf jeden Fall erst einmal abgeerntet und mein Bedarf an Stein ist gedeckt. Nun denn, man kann hier schon sehen, was ich angeteasert habe und tada, soweit so gut. Lasst uns die ganze Geschichte mal von außen begucken. Bis auf die Dachsektion ist mein Haus, wie ich schon angedeutet habe, fertig. Und hier ist die Insel, beziehungsweise die neue Insel. Ich war so verrückt und habe nämlich 4 Stack Glowstone noch gesuchtet und habe hier mit Eichenholz einen schönen breiten Weg angelegt. Tada! Ich finde ja, das sieht richtig gut aus. Mit Dach wird es dann richtig passend aussehen. Hat irgendwie was von einer gotischen Kathedrale. Und hier das Portal. Ich habe das erste Mal von da drüben entfernt und hierhin gebaut. Und da hinten habe ich den Daysaver aufgebaut. Ich finde soweit, so ist das schön strukturiert, klar und einfach gehalten. Und mit den Fenstern und den entsprechenden Bögen finde ich, das sieht es noch besser aus. Das Dach wird übrigens relativ flach sein und hier vorne kommt noch eine Spitze raus. Wie bei einem kirchlichen Schiff, so an das Seitenschiff. In der Mitte ist noch ein Balken nach oben. Es wird hier noch ein Balken in der Mitte sein. Und der hier nach oben und auch wieder in Bögen münden wird. Fragt mich allerdings nicht, welcher Baustil das sein könnte. Da man keine Spitzbögen in Minecraft bauen kann, beziehungsweise nicht wirklich. Es könnte gotisch sein, aber es könnte auch romanisch sein. Wie auch immer. Damit ihr euch nicht fragt, was diese Strukturen hier sollen. Ich möchte ja noch ein klein wenig detailliert ausarbeiten und so etwas hier errichten. Und danach baue ich das ab. Ich finde, das verleiht dem Ganzen noch ein wenig Struktur. Und Struktur ist, worauf es mir in meinem Haus ankommt. Übrigens gleich werde ich mich auf mein Dach teleportieren und ein paar Steinchen anbauen. Das werde ich allerdings in einen Zeitraffer stellen. Und was ich auch noch loswerden wollte, außer dieser Sache hier. Ich möchte noch loswerden, dass, wenn selbst ich es schaffe, ein relativ gut aussehendes Haus zu bauen, schafft das jeder. Und, tada, ich finde soweit, es hat einen gewissen Charme. Modern bauen kann ich zwar nicht, aber immerhin. Besser als das, was ich in... Das, was ich als in Wieset gebaut habe. Tada. Naja. Und auf jeden Fall, so in etwa soll das dann soweit aussehen. Mit den entsprechenden Balkenstrukturen und dem Kontrast zwischen Eichenholz und Dunkeleichenholz finde ich das vor allem in diesem Texture Pack besonders gut. Thank you.
Naja, wie auch immer. So in etwa wird das dann aussehen und dann wollen wir uns doch mal auf jeden Fall aufs Dach begeben. Ich möchte euch schließlich nicht den ganzen Flur hier damit nerven, aber bevor wir aufs Dach gehen, noch eine Kleinigkeit. Es gibt jeweils zwei von solchen Räumen hier. Und jeweils einen von dieser Größe, beziehungsweise etwas größer. Und zum Schluss, da hinten gibt es einen etwas kleineren Raum. Insgesamt 8 Räume in diesem Haus. Die allesamt größer sind als, ich denke mal, die meisten Räume, die man im realen Leben kennt. So um die... Und dann wollen wir uns doch mal all mein Schaffen von oben begucken. Schnappen wir uns eine Enderperle und... Tada! Eine gigantische Fläche, auf der man wahrscheinlich ein Flugzeug landen könnte. Oder Fußball spielen könnte. Oder was weiß ich. Da musste ich doch tatsächlich einen Schnitt ansetzen. Aber ich hoffe mal, das macht nichts. Weil ich musste gerade mal meine Nether-Truhe nachgucken und habe gesehen, ich hatte doch noch 2,5 Truhen damit besetzt. 2,5 Stapel. Und ich habe noch einmal nachgucken müssen, wie ich das Dach geplant habe. Eine relativ einfache Konstruktion, mit Ausnahme diesen Vorbaus. Ich habe keine Ahnung, wie man das gescheit nennt. Auf jeden Fall werde ich dann hier... So erst einmal eine normale Stufe rumbauen und darüber Netherstufen bzw. Treppen. Auf jeden Fall beschleunigen wir jetzt. Und damit haben wir jetzt schon einmal den allerersten Schritt zum Dachbau gewagt. Also, um nochmal hierauf zurückzukommen, hier wird noch ein Vordach erscheinen, um dem Ganzen einen entsprechenden majestätischen Ausdruck zu verleihen, beziehungsweise gotischen Ausdruck, und damit stürzen wir uns in die Tiefe. Übrigens, es wird hier noch in Zukunft einiges an Farmen und Gärten und
vielleicht sogar Stallanlagen oder dergleichen gehen. Aber das wird wahrscheinlich alles zwischen diesen Gebieten hier finden. Oder vielleicht wird es auch hier an diesen Seiten anstoßen. Weil ich finde, mein Haus ist ein Grenzpunkt und dieses Portal sollte das andere sein. Aber ich finde, in diesen Gebieten hier hat man auch ordentlich Platz zu bauen. Mit meinen Minions kann ich ja ordentlich hier was schaffen. Und ja, ich möchte es ähnlich strukturiert und klar aufgebaut haben. Weil es soll alles in demselben Stil gebaut werden. Und ja, es ist so ziemlich alles ohne die magische Pilzsuppe entstanden. Übrigens, es hat mal jemand auf dem Marktplatz 10 von diesen magischen Suppen liegen gelassen. Da kannte ich nix und hab sie ausprobiert. Nicht schlecht, aber vielleicht in den nächsten Bauten werde ich sie verwenden. Naja. Ihr habt ja einiges gesehen, was ich hier so weit hingebaut habe. Ihr könnt mir doch entsprechendes Feedback da lassen, wenn ihr wollt, was ich denn noch so als entsprechende andere Bauten hinbauen kann. Automatische Farm brauche ich nicht. Ich habe Minions. Außerdem funktioniert das eh nicht, wie ich an der Tatsache gezeigt habe, dass meine Tür nicht funktioniert. Ich meine, wenn schon einfache automatische Durchgeh- und Aufmachtüren nicht funktionieren, sollte was anderes gehen? Naja, wie auch immer. Das soll es dann an dieser Stelle erst einmal gewesen sein. Ich hoffe, es hat soweit Spaß gemacht, diese Folge zu sehen. Lasst mir doch weiter ein entsprechendes Feedback da, wenn ihr wollt. Empfehlt mich weiter. Über ein Like würde ich mich freuen, über ein Abo ebenso. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Bis dahin und tschüss.